Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Mühlberg-Huber. Bitte sehr, Frau Edith Mühlberg-Huber, ihre politische Heimat ist die Gegend rund um Amstetten, Frauensprecherin der Freiheitlichen. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher zu Hause vor den Bildschirmen. Ja, wir diskutieren heute den dritten Tag das Budget. Heute diskutieren wir den Bereich Frauen und Familie. Es werden im Bereich der Familie 7,7 Milliarden ausgegeben für Familien, Kinder und jugendunterstützende Leistungen. Und der größte Teil davon sind die Familienbeihilfe, das Kinderbetreuungsgeld, aber auch die Sachleistungen wie die Familienberatungsstellen, die Schülerfreifahrten, Schulbücher werden aus dem FLAF finanziert. Die Familienbeihilfe wurde in den letzten 27 Jahren seit 1994 um genau 12,30 Euro, das sind 12% erhöht. Und die Inflationsrate betrug im selben Zeitraum 57,4%. Ja, 57,4% in diesem Zeitraum. Und das ist ein enormer Wertverlust. Kommen wir zum Kinderbetreuungsgeld. Das wurde 2002 eingeführt und in dieser Form wurde es überhaupt noch nie erhöht. Stattdessen kam es mit der Reform 2017 teilweise sogar zu Kürzungen. Und durch die ständige Teuerung, derzeit erleben wir eine enorme Preiserhöhung. Dadurch sind die Kosten des täglichen Lebens für viele Familien immer schwieriger zu stemmen. Wir stellen uns so das vor, so wie auch bei anderen Transferleistungen, zum Beispiel so wie bei der Sozialhilfe oder beim Pflegegeld, das wurde 2020 an der jährlichen Inflationsrate angepasst, automatische Anpassung. Und so würden wir uns das auch eben für die Familienleistungen, für die Familienbeihilfe, für das Kinderbetreuungsgeld vorstellen. Und in diesem Zusammenhang bringe ich einen Entschließungsantrag ein. Entschließungsantrag der Abgeordneten Edith Mühlberg-Huber und weiterer Abgeordneter betreffend jährliche Anpassung aller Familienleistungen an die Inflationsrate. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die vorsieht, dass Familienleistungen, die in den letzten Jahren nicht erhöht wurden, in einem Ausmaß erhöht werden, welche den Wertverlust, der durch diese unterlassenen Anpassungen entstanden sind, ausgleicht und zudem in Zukunft aller Familienleistungen eine jährliche Indexanpassung sicherstellt. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt auch noch einen weiteren Handlungsbedarf. Der ist beim Kinderunterhaltsrecht und bei den Unterhaltsvorschüssen. Diese sind für 2020 mit 138 Millionen vorgesehen. Das sind um 5 Millionen weniger als 2021. Man rechnet damit, dass 90 Millionen an Rückzahlung wieder in den Staat zurückfließen und da bleiben 48 Millionen übrig. Und das heißt, und das ist auch Fakt, der Staat bleibt auf einen Schaden von 48 Millionen sitzen. Und ich frage mich, Frau Bundesminister, wie lange dauert es noch, dass zu diesem Thema, zu diesem wichtigen Thema eine Reform zustande kommt? Sie reden sich in den Ausschüssen auch vorige Woche bei den Verhandlungen immer an die Justiz aus, an die Justizministerin. Zum Teil muss ich Ihnen da sogar recht geben, weil die Justizministerin ist eine Grüne, die bewegt sich kaum. Aber auch Sie, Frau Bundesminister, sollen sich da wirklich einbinden. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die tagt jetzt schon 4 Jahre. Wir wissen weder einen Zwischenstand, wir wissen weder, wie weit dass diese Arbeitsgruppe jetzt schon verhandelt hat oder was in dieser Richtung kommen soll. Ich bitte Sie wirklich, binden Sie sich ein in diese Arbeitsgruppe, helfen Sie mit, hören Sie endlich einmal auf zu reden, handeln Sie und helfen Sie bei der Umsetzung mit. Vielen Dank. Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, ist ausreichend unterstützt und steht somit in Verhandlung.